YouTube und herzlich willkommen zum neuen Wir schauen uns Zuschauervideos an. Die Leute aus dem Stream-Chat haben uns YouTube-Links eingeschickt, die schauen wir uns jetzt zusammen an. Let's get it, I guess. Let's go, I guess. Erster Link ist immer einer der wichtigsten. Wirklich, der ist immer wichtig. How to clap your hands. How to read a book. How to stop gangbanging. How to give a gift certificate. How to avoid becoming a sexual predator. How to keep your thoughts inside your head. How to go to McDonald's. How to appreciate anime. How to spell a difficult word. How to spell. How to blink. How to be a wizard. How to blink ist ein Ding, das könnten wirklich einige Leute gebrauchen. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Tweet gemacht, wo ich meinte, es ist echt sexy, wenn Leute im Straßenverkehr mitdenken. Wisst ihr warum? Weil ich habe gesehen, wie ein anderes Auto an einem Hang war, wo es schwer ist anzufahren. Und da war eine Fußgängerfrau und die hat gesehen, dass das Auto gerade noch nicht ganz stoppen musste und das Anfahren ist scheiße. Deswegen hat sie das hier gemacht. Sie hat ihn einfach rübergewunken und hat auf ihr Vorfahrtsrecht verzichtet, damit das Auto nicht leiden muss beim Anfahren. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sexy. Blink heißt blinzeln und nicht blinken beim Auto. Alright, perfekt, Freunde. How to win an argument when you know you are wrong. How to borrow money from your parents without permission. How to quit using heroin. How to take a shower. How to take a shower smoothly. How to take a relaxing shower. Das sind actually WikiHow-Artikel. Naja, WikiHow hat actually viele Artikel, die auch sinnvoll sind. Zum Beispiel habe ich da gelernt, wie man ein gutes Gespräch beendet. Ah, nee, das war Postillon. The first 5 seconds of random YouTube ads with absolutely no context. Watch this ad. Ganz am Anfang haben die Leute angefangen mit so Werbungen von wegen, Mann, du willst diese Werbung gerade skippen. Und es war so lustig für so einen Monat. Und dann haben das alle gemacht. Man dachte sich so, ja, du Hund, ich will diese Werbung jetzt gerade skippen. Why aren't you the landlord? Yes, you. Why aren't you the landlord? I will never more rauschen, bitte. Love another human more than I love my bed. Want to teach a small child Taekwondo? Want to teach a dog how to write? Check the retaining wall, back deck, and vinyl siding. Got a lot of work to do. This is so random. Being a person. Mir ist noch nie aufgefallen, wie random Werbung teilweise anfängt. Wie denken sich diese Leute das aus? Yo, Bro, lass mal einen durchdübeln und dann überlegen wir uns was wegen der Werbung. Wollen wir so einen Mann machen mit so einem Goldfisch in so einem Zug? Und dann ist da plötzlich ein Affe. Not to brag, but I've been eating food my whole life. And I thought I'd make a video going over all the types of food in the world I can think of with a brief description. French. Interestingly, while highly acclaimed for their restaurants, it's a well-known fact that French people themselves don't actually eat anything, surviving solely on tiny cups of espresso and the feeling of superiority. You can identify if you're eating French food when you literally can't enjoy the meal because your brain is always doing the calculus of whether it was worth the money. Japanese. Oder ob du da gerade irgendwelche komischen, ganz ekelhaften Sachen isst oder ob das gerade was ist, was man enjoyen kann. I love Japanese and admittedly, I think sushi in particular is the perfect date food. Light, delicious, and I can demonstrate my high-quality hunter-gatherer genes through adroit chopstick handling and being able to swallow a whole nigiri with zero gag reflex. Another excellent Japanese food is ramen, which is the ultimate min-max dish. Ramen! Ich war so überrascht, als ich gelernt habe, dass dieses Ding hier im Ramen heißt Naruto. Ich will jetzt mal wissen, was er in Deutschland hat. British German. Now comes the German sausage. German. I hope. One of my favorite German foods is a good old lager beer, which they serve in great excess at Oktoberfest, a famous festival that Germany holds every, you guessed it, 12 Euro pro Bier. Other classic German foods involve taking delicious classics and making them a weird shape. Ist Oktoberfest im September? Wie dumm. Take for example. September ist ja vor Oktober. Wide chicken, beef Geil. Wellington, and of course, twisty bagel. Geil, Brezel. Ich hätte auch gerne wieder eine Brezel. Liebe YouTube-Freunde, kurze Unterbrechung, denn wir haben eine Zusammenarbeit mit Prime Video und ich darf euch die neue Serie Last One Laughing vorstellen. Es sind 10 Comedians in einem Raum und man darf nicht lachen. Und wer lacht, verliert und wer nicht lacht, gewinnt. Es sind sehr, sehr viele sehr bekannte deutsche Comedians dabei. Ist eine coole Sache. Ich denke, um es am besten zu erklären, reacten wir einfach kurz zusammen drauf. Ah, jetzt mal Teddy Pantomime. Sind es Tiny Hands? Oh mein Gott, er hat Tiny Hands. Und das macht mich gerade sehr glücklich. Teddy und ich sind quasi so. Den Pantomime-Typen, den habe ich studiert. Deswegen fiel mir das so leicht. Was ist der vor? Dann hat er immer so geschrien, ne? Aber Mirko ist auch knapp davor, ne? Platsch. Eva. Apfel.
Apfel vom Baum der Versuchung. Ja, verbotene. Hase genau. Und Eva. Weggeschmissen. Erbsünde, viel Spaß, Geburtsschmerzen. Fensterputzer. Geburtsschmerzen. Deo-Werbung. Könnt ihr kurz warten? Oh, die ist ja gut. Hä? Entschuldigung. Sorry. Oh mein Gott, der lange Löffel ist ja gut. So einen hatte ich auch mal. Es macht irgendwie keinen Spaß, wenn ich noch nicht mal gezeigt habe, was es ist. Ich finde, es sollte ein Restaurant geben, in dem alle mit diesen langen Löffeln essen müssen. Und dann schreit schon jemand rein, Zwetschge. Hat auch keiner. Keiner Zwetschge gesagt. Zwetschge. Ey, wie gehört? War doch jetzt, oder? Nein. Mirabelle. Ja. Good dann Mirabelle. Oh wow, der war sehr gut. Da jemand gelacht. What? Da jetzt jemand gelacht. Wer war's? Piep, 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 oh! Was ist los mit? Wir finden es nicht raus. Es ist in der nächsten Folge. Oh, man findet es in der nächsten Folge raus. Alright, okay. Dann müsst ihr euch wohl die nächste Folge anschauen, wenn ihr es wissen wollt. Alright, jetzt geht's weiter mit dem Video-React. Und wenn ihr bei dem Ganzen mal reinschauen wollt mit Last One Laughing, Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Peace. Okay, now this is really easy, but you guys can make it hard. Step one. So we're going to subtract the one. And that's why we have y equals 3. Now problem number two. So. Okay, guys, this is how p equals 10. Any questions? How did you do it? Mathe in a nutshell. Es war immer der eine Punkt, an dem man irgendwann raus war, ich fühl's. Irgendwann war man wirklich raus. Man hat noch so über was anderes nachgedacht. Man hat so einen Step nicht ganz verstanden und wollte nur mal kurz nachrechnen, um sich sicher zu sein, dass man ihn verstanden hat. Und dann war es schon vorbei, schon wieder. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Calmly. Dumbledore asked calmly. Harry, I protest! Harry, did you put your name in the goblet of fire? Yes. Calmly. Very calmly. Ganz ruhig und gechillt. Ich fände es ein bisschen schön, wenn ich auch jemand hätte, der mein Leben immer so vermusikt. Ich fände es auch gut. Noki. Been around a long time. And as a result, it does take quite a long time to make change. Even with the best will in the world. Oh nein. Even with the best will in the world. Dieses Zischgeräusch, und das war ja eines der schönsten Clips, die ich seit langem gesehen habe. See for yourself. That expert tell ABC News is not someone in a bear suit. They say it really is a bear, standing on his hind legs and walking just comfortably and smoothly as a person. This sighting caught on camera July 19th. Echt the jetzt? Bear ambling down a residential street in suburban real? Oak Ridge, New Jersey. 2 weeks later, there he goes again, just 2 doors es down. Es sieht so fake aus. Oh mein Gott. Sieht aus wie einer aus einem Comic oder so. It's scary at first, but after you've seen it a couple of times, it just becomes weird. McGowan says local residents have nicknamed this bear Vinny. It turns out state wildlife officials have been monitoring Vinny ever since he was first reported to them back in June. They say he's a juvenile, under 3 years old, and weighs about 250 pounds. And he's a baby, is er. He is walking upright because his two front paws are injured. Officials say the bear and his bear brethren are not a danger to people, and they have no plans to capture or relocate him. Live and let live. But I love how when he notices the camera's being shooting him, he actually gets down on all fours. Like, wait, I don't want anyone to know bear, I have right? this power. Also, oh, stimmt, ich bin ja ein Bär. Not my good look angle. Look how there he goes. Yeah, he's like, oh, no, I'm oh, not but he is ginger. Look at, yeah, it's very, you know, you can it tell. It's funny until you hear it might be a bad thing. Yeah, I know. Ja, ihr müsst ihm Pieksi-Pieksi geben, damit er kurz Schlafi-Schlafi hat, und dann müsst ihr seine Pfoten heilen. Oh mein Gott, don't do that. Wieso sind Leute so obsessed damit, auf Eis zu springen? Why? Ich glaube, das ist das, was Moses gemacht hat. Und es ist Wasser wirklich auseinandergegangen und er war so, ups.
Upsi, ups. Und dann waren alle so, oha, mega cool. Und dann waren seine Freunde dabei und die haben dann immer weiter übertrieben, als ich die Story weitererzählt habe. Und irgendwann war es so, er hat das Meer gespalten. Eigentlich war es exakt diese Szene. Und dann haben die sich einfach nur hochgepusht die ganze Zeit und diese Story einfach nur abgewandelt. Ich weiß genau, was passiert ist. Niemand, Prinz Markus auf nackten Frauen, Doppelpunkt. I think it's about time my mom sees my keyboard. Was war da drauf? Hey, Ma. Nackte Frauen. What do you think? The hell is that? No, wait for this. Wait for this. Yeah? Come here. Oh my god. Right. Are you fucking kidding me? Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Love me, real ein schöner Outro-Song. Leute, danke fürs dabei sein. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und kommt auf Twitch Live vorbei, wenn ihr auch Videos einschicken wollt. Und Grüße vom Chat, Grüße von mir. Danke nochmal an Amazon Prime Video für die Kooperation. Checkt auch Last One Laughing aus. Kuss, tschüss, bye.